Leute, weit geht es bei Doom. Als mein Computer gerade was verarbeitet hat, habe ich mir hier ein paar Dinge durchgelesen und da ist mir aufgefallen, wir haben die Schrift des Schlechters 2 nicht gefunden. Wir haben hier 1, 3, 4, 5, 6 und 7. Auch das haben wir übersehen. Ich übersehe die ganze Zeit Dinge und deswegen dachte ich mir, komm, ich habe hier noch 4 Punkte. Warum gehen wir das nicht hier für komplette Ansicht aus? Ich meine, ne? Machen wir doch. Für 3 Punkte ist okay. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf der Automap auf. Ja, das klingt doch cool. Und damit können wir jetzt bestimmt arbeiten. Okay, sollen jetzt die Kühlsysteme... da habe ich nicht mehr viel Schuss, wir bleiben dabei. Wir müssen jetzt die Kühlsysteme ausschalten von Vega. Die Tür geht aber doch auf, okay. Lass mal den Raum betrachten. Oh, da ist gleich ein erstes Ziel. Das da ist scheinbar ein Kühlsystem. Hier hinten ist nix. Muss ich jetzt darauf schießen? Ich nehme es an, weil ich muss es ja zerstören. So, pass auf. Ja, deswegen kommen natürlich direkt solche Dämonenviecher. Oh, mit dieser Waffe brauche ich ultra viel Schuss, Mensch. Granate. Die haben nicht viel gebracht, die Granate, oder? Das fuckt, die fliegt. Lässt du das mal? Lässt du das mal? Danke. Wer hat auf mich geschossen? Ich sehe ihn nicht. Nicht gut. Geh erstmal hier entlang. Schieß noch so ein Jut. Weg mit dir. Du kannst nix. Tut mir leid, aber du kannst wirklich nix. Und dann du hier, du kannst auch nix. Außer den Glory Kill geben. Noch solche komischen Viecher. Ich habe kaum Munition für diese Waffe, das ist natürlich auch sehr nett. Ja, Leute, sorry, ich habe gerade eben gesehen, dass für euch die Aufnahme weg war und... Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich deswegen absichtlich gestorben bin, aber so war es nicht. Da kam wirklich eine Übermacht an Dämonen und deswegen, ja... Ne? Es war keine Absicht. Trotzdem, wir machen das Ganze jetzt halt nochmal gezwungenermaßen, nicht wahr? Vor den großen Viechern ein bisschen in Acht nehmen, würde ich sagen, weil es kommen wirklich so einige an. Ich kann immer noch nicht einschätzen, wann genau die bereit sind für den Glory Kill. Bleib doch jetzt mal da! Und auch die kleinen Viecher sind wirklich, wirklich nervig. So ein Schild da hätte ich gerne. Ah, ich komme wieder mal nicht hoch da. Du nervst auf jeden Fall, du fuck dich da oben. Ja, wie viele denn noch? Kommen echt viele. So, und du stirbst jetzt. Oh Gott, ist das wirklich wieder so ein... Oh nein, ich habe Angst. So ein, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß gerade echt nicht, wie es heißt. Warum rennt der weg? Summoner, genau. Ich habe doch seine Kugeln gesehen. Hier, diesen Schuss würde ich gerne mitnehmen. Dann springen wir da hoch. In der Luft bin ich wieder festgehangen. Ich verstehe es nicht, warum das passiert. Das war jetzt auch wieder komisch, wie er sich in der Luft bewegt hat. Macht aber gar nichts. So, ich bin wieder gut voll. Ist okay. Hallo? Hab ich hier wieder kaum Munition. Gib mir das da. Ich kümmere mich erst um die kleine Idioten, glaube ich. Dann so, hui! Bis ich so einem riesen Fuckviech in die Arme laufe und dann hört mein Spaß auf. Ja, das ist genug groß, um es als Fuckviech zu bezeichnen. Würde ich sagen. Es hält halt so abstrakt viel aus. Meine Waffe ist wirklich gleich wieder leer. Gib mir das da. Da werfe ich mal eine Granate nach hinten. Boom. Boom. Es sind wirklich viele gerade da hinten gewesen. Ja gut, es sind dann nur noch zwei trotzdem. Granate. Boom! Du kommst auf den Boden, oder wie? Ja, damit du auch. Was soll die Scheiße? Ich darf das auch nicht. Mann! Was soll die Scheiße? Und halt unfit. Spawnen die ganze Zeit neu. Kann es sein, dass die ganze Zeit neu spawnen? Das kann halt sein, weil ich 4 von diesen Kühlteilen aktivieren muss.
Deswegen kann das gut sein. Sind diese Kühlteile eigentlich? Da ist zum Beispiel eines. Sollte ich mich vielleicht darum kümmern, dass ich nur die Teile finde. Wo sind denn noch welche? Da unten. Ich gehe jetzt also runter und halte mich dann komplett rechts. Oh, bei diesem Fuckviech da drüben. Das ist ja schön. Ich wollte schon sagen, als ob ich jetzt nicht treffen würde. Hier nix? Moment. Hä, nee, hier ist gar nichts. Oder... Oh, ich habe das schon mit der BFG kaputt gemacht, glaube ich. Was haben wir hier? Oh, Berserker. Oh, das macht die ganze Sache natürlich wieder wesentlich interessanter. Wenn ich jetzt nach oben kommen würde. Komm her. Wo sind die ganzen großen Viecher? Oh, ich habe irgendwie einen anderen Glory Kill gemacht. Oh, den da! Sehr gut. Oh, den da! Oh, nein, den natürlich wieder nicht mehr. Wo ist das? Wo ist Hüten? Oh nein, noch so ein Höllenbaron-Typ. Ich würde gerne hier weggehen. Ich kann nicht springen. Weg hier. So, und dann mich mal kurz auf der Karte umsehen. Wo ist das letzte Scheißteil? Oben. Okay, ich gehe jetzt da in die Mitte, halte mich komplett links. So, und nun? Ja, da hochgehen. Hat die falsche Waffe. Ich will die hier. Ja, ich denke wirklich, die Gegner kommen immer wieder. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal, ne? Da hoch vermutlich, oder? Oh, was willst du denn noch hier? Oh nein, der Höllenbaron ist schon da. Der Höllenbaron ist schon da. Moment. Der muss weg. Der muss ja sowas von weg. Der Pinky auch. Der ist mir viel zu agil. Immer schön um den Typen rumgehen. Oh Gott, ich sehe da schon wieder, was da kommt. Er töten. Und wo schießt dieser komische Cyber-Viech da? Da hoch, da hoch. Nein. Es ist jetzt verdammt wichtig, dass du da hochkommst. Nein, ich sterb gleich. Und stirb. Oh. Ist das nicht da unten? Ah doch, ich habe das Teil jetzt kaputt gemacht. Wieder mit der BFG-Waffe. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, wechseln und direkt so. Oh, ich bin ja immer noch am Leben. Das wieder auch. Ja, fantastisch. Oh, das war gut, das war gut. Komm runter, du Idiot. Das Vieh lebt halt so ultra lange, ne? Ich habe auch nicht die ideale Waffe, ich weiß. Danke. Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. Okay, das ist ja nett. Ja, es hat sich jetzt in diesem Fall gut getroffen, dass ich beim ersten Mal versagt habe, weil, wie gesagt, ihr habt es eh nicht mitbekommen. Kann ich sagen, ey, wie gesagt, es war Absicht, dass ich verloren habe, aber nein, war nicht, wie gesagt. Die haben mich ohne Probleme gekillt, habe ich so zufällig dann auf dem Bildschirm gestartet und dachte so, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, wie gesagt, es hat gepasst, es hat gepasst. Wo ist, ich soll da hochgehen? Habe ich denn alles mitgenommen eigentlich? Ich denke ja. Ist hier drin noch was? Ja, Energie zum Beispiel. Ansonsten nicht mehr viel. Was? Was? Muss ich hier was machen? Frachttranser. Was? 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 Wie zur Hölle soll ich jetzt darauf kommen? Sie mich verarschen? Ich geh mal einfach mal noch weiter hoch, ne?
So, nun? Spiel, was willst du jetzt von mir? Ah, doch, okay, ich glaube, jetzt stimmt das Ganze. Er hält sich fest, ist in Ordnung. Nun? Der Zug unten wird dich zum Eingang bringen. Der Zug unten? Was für ein Zug? Oh, da unten ist tatsächlich ein Zug. Mal kurz auf die Karte sehen, ob ich noch irgendwo was vergessen habe. Da habe ich sehr viel vergessen. Oh nein. Wisst ihr noch, als ich durch das Loch gefallen bin? Ich hätte da den anderen Weg nehmen müssen und dann hätte ich da noch ein Figürchen gefunden. Ja, aber ich dachte, das wäre der richtige Weg quasi und deswegen habe ich den Weg nicht genommen. Oh, Munition. Nimm den Zug. Wie nehme ich den jetzt? Muss ich jetzt hier runterspringen? Willst du mich verarschen? Kommt das gut? Moment. Ja. Okay, dass das jetzt stimmt, damit hätte ich nicht gerechnet. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Wer hätte das gedacht? Ich steige kurz aus. Die dämonische Bedrohung beseitigen. Haben wir noch nie gemacht in diesem Spiel. Yeah. Gib mir diesen Schuss da. Oh, ich bin ja voll. Heißt, weil es eng wird, werde ich diese... Ich sage, wenn es eng wird. Jetzt zum Beispiel. So, dankeschön. ja, ne? Hätte doch warten sollen. Lass mich durch da. Oh nein. Ich hab's gesehen. Runter da. Leck mich, du Fuckviech. Oh, warum bist du schon tot? Weil du nervst. Muss als erstes draufgehen. Du bist sowas von... Oh nein! Das ist noch mehr Zeugs, oder? Ja. Oh, gib mir Abstand. Gib mir Abstand oder irgendwas. Das sind noch solche verloren. Verloren. Was? Hallo? Was? Oh, da oben ist noch so ein Vieh. Ich sterbe gleich, weil ich nichts gesehen habe. Tut mir leid. Ich habe wirklich nichts gesehen. Ja, noch so ein Pinky hier, ne? Ja, nö, ist klar. So, das war jetzt irgendwie nicht so cool, glaube ich. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Granate. Und jetzt kommt dieses Fuckviech hier schon wieder. Nein! Die wärmen mich hier umher, als wäre ich ein Spielball. Geh mir aus dem Weg, du Arschloch! Ey, verpiss dich jetzt! Ja, Spotten hat noch mehr Zeugs, ne? Ja, nee, ist klar. Toll. Ja, komm, was? Was ist denn sonst noch alles da hier? Das ist doch mal ultra schlimm. Alles aufeinander. Oh, da oben wer hasst, bringt mir aber nicht viel. Oh, meine Fresse, warum sind die so schnell? Mein Gott. Nee, das werde ich nicht schaffen. ja, klar. Das werde ich nie im Leben schaffen. Das werde ich halt nie im Leben schaffen. Fucking Pinky. Ja, der Summoner und der Höllenbaron gleichzeitig. Nee, das klappt nicht. Geh weg da. Du komm da runter. Wow, das war gut. Und der Summoner ist auch noch da. Ja, klasse. Klasse, 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 klasse. Jetzt! Ey, geh mir aus dem Weg! Ich konnte wieder nicht mich bewegen. Ich konnte mich echt wieder nicht bewegen. Das ist doch dumm. Die kacheln mich einfach ein. Und meine Waffen sind nun mal nicht stark genug, um die zu one-hitten. Alter, jetzt wollen sie es wissen. Wie gesagt, wir klatschen alle Gegner, die wir haben, in den Raum und dann, jo. Das ist dann schwierig, ne?
Ich meine, natürlich ist es machbar, aber verdammt nochmal. Was soll denn das? Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Ja, ja. Ja, ja. Von Anfang an in Bewegung bleiben. Von Anfang an. Moment. Das war guter Einsatz von dieser Waffe, glaube ich. Eine Granate darunter werfen. Hoffentlich ein bisschen Damage machen. Nochmal Granate. Hier nochmal ein bisschen draufhalten. Was zum... Ey, ich nehme permanent Schaden, ich weiß nicht weshalb. Ich habe noch zwei von diesen Ultraschüssen, ja. Ich hänge schon wieder fest, das darf doch nicht wahr sein. Ist das hier so schrecklich programmiert, oder was soll das? Oh, du fuck, wie hier. So, eines mehr tot. Immer schön vorsichtig sein. Da ist noch mal so ein... BFG-Schuss, wie her. Das ist noch so ein Noob. Zeugs zum Einsammeln. So, mein Freund. Du stirbst. Das war gut. Oh, da hinten ist noch einer. Der hat scheinbar auch sehr viel von dem BFG-Teil abbekommen. So, jetzt aber mal was Sinnvolles hier. Schießen da dann andauernd. Jetzt. Verdammte Scheiße nochmal. Oh, der Somana ist natürlich auch noch da, ne? Gehen das im Weg. Was? Was? Ich habe ihn damit gekillt, ja. Schon mal etwas. Ganz viel Zeugs nicht zum Einsammeln. Oh, das ist nochmal so ein Schuss. Gib mir die Energie doch. Menschenskind. Es ist unbeheftig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, stirb. Ist verdammt heftig. Komm her, Finkel. Finkel. Warum bounce der nicht so dermaßen weg? Darf er doch gar nicht. Es läuft aber besser als beim letzten Mal. Einfach nur, weil ich meine Ressourcen besser einsetze. Oh, habe ich schon tot. Ja, den habe ich schon tot. Ist nett. Ich habe noch zwei BFG-Schüsse. Das war's noch nicht, oder? Ich gehe auch mal hier rein. Oh, Gesundheit. Nicht, dass jemand genießt hätte, aber Gesundheit für mich. War's das? Unmöglich. Unmöglich war es das. Hallo? Dann müsst ihr mir lassen. Das war doch jetzt gut, oder? Müsst ihr mir doch lassen. Gibt's hier überhaupt ein Secret oder so? Ja, aber noch nicht jetzt. Erst anschließend. Hä? Ich kann mir gut vorstellen, dass noch ein kleiner Imp irgendwo herumspringt und ich dann sterbe, weil ich da in dieses... Ja, ein kleiner Imp. Ja, klar. Quasi ein kleiner Imp, ne? Oh, tot. Musik ist aus. Vega, das war gut von mir, oder? Ich hätte einen Schulterklopfer verdient, glaube ich. Können wir jetzt weiterfahren? Scheiß auf die Hass davor, interessiert mich nicht. Ah ne, wir fahren gar nicht weiter, scheinbar. Das Tor da ist jetzt offen. Und hier gibt's ein Geheimnis. Was? Nein! Kann ich das hier öffnen? Was ist das für eine nervige Musik? Hier gibt's doch was. Hier kann ich mich auf jeden Fall heilen, das habe ich gesehen. Aber komme ich hier irgendwo nach unten? Verliere Speicherkapazität. Kontrolle über neurale Funktionen minimal.
Ich will da runter. Sobald Vegas Kern vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Brunnen. Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel. Dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars. Für immer. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen. Aber so magst du es ja am liebsten, oder? Das ist deine Natur. Ja, sehr richtig, aber ich muss jetzt schon wieder... Bin nicht so cool. Muss jetzt zum Brunnen gehen scheinbar. Aber zuerst Vega ausschalten. Wortwörtlich. Okay, Vega. Ich tue es. Ich wette, es kommen noch Gegner. Ist der Weg weit? Ja, der Weg ist sehr weit. Möchte ich hier drauf nicht kämpfen, ganz im Ernst. Ich habe noch ein bisschen von meiner Kettensäge, die Hälfte. Zweimal BFG. Na, bisher passiert nichts. Wenn ich hier runterfalle, bin ich bestimmt tot. Somit ja. Okay, wir sind oben scheinbar. Ich wollte schon sagen, ich möchte nicht darüber springen, das ist tödlich. So, kurz auf die Karte blicken. Keine Geheimnisse, nix. Weiter geht's. Riesiges Tor. Ich hoffe, da hinten wartet nicht wieder so ein riesiges Dämonenvieh. Ein Cyberdemon oder so. Ich glaube aber nicht. Wow. Ist das Vega? Ich glaube, das ist Vega. Wow. Okay, sag die Zeit. Naja, wir haben eigentlich schon genug gespielt, aber es macht nichts. Wow, ist gerade ultra episch. Ich muss 3 Neuralprozessoren zerstören. Ne, 2 und dann überlade Vegas Kern. Geh erstmal ganz hoch, weil da liegt noch eine Info. Nicht, dass ich die nicht kriegen kann. Zweiter Bericht zur künstlichen Intelligenz. Kann man lesen? Ich werde gleich noch ein bisschen scrollen. Ah, da kam nicht mehr viel. Okay. Gut. Ich möchte hier nicht springen und nicht herunterfallen. Danke. Okay, zum einen. Das zerstören. Tut mir leid, Vega, aber, ne? Es muss sein. Es war immerhin deine Idee. Du bist nur eine Maschine, aber... Naja, du hast mir geholfen. Glaube ich. Und du bist die einzige Lösung, wie wir diesen ganzen Schlamassel hier auch nur halbwegs wieder in Ordnung bringen können. Kernvernichtung einleiten. Vega, danke für alles. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Okay, wir haben Vega vernichtet. Wir haben alle Elite-Wachen gefunden, es war gut. Geheimnisse nicht. Das eine weiß ich, wo es war, habe ich euch gesagt. Das andere, keine Ahnung. Aber hey, ich glaube, das war relativ gut. Und habt ihr gesehen zum Schluss? Wir haben eine Sicherheitskopie von Vega gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das durften oder eigenwillig handelten. Das ist mir eigentlich auch egal, aber ich finde es ziemlich cool. Und was ich auch cool finde, dass wir alle Kampfpunkte erhalten haben. War auf jeden Fall wieder sehr cool, auch wenn der Schwierigkeitsgrad wieder tüchtig angezogen hat mit all diesen Viechern. Aber wenn man seine Ressourcen benutzt, Kettensäge, BFG und alles, dann geht's ja eigentlich irgendwie. Gut Leute, das war's für heute mit Doom. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!